Herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um das Thema Investmentimmobilien. In diesem ersten Teil und in dem zweiten Video, den zweiten Teil, gehen wir auf Fragen ein, die uns in den Beratungsgesprächen des Öfteren gestellt werden. In diesem Video gehen wir jetzt ein auf die Fragen zum Thema Eigenkapital bzw. Kaufnebenkosten bzw. warum wir manche Immobilien zwischen 20% und 30% unter dem marktüblichen Preis anbieten können. Zu dem Punkt Eigenkapital möchte ich Ihnen einmal ein Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro. Jetzt gehen Sie zu Ihrer Hausbank und sagen, Sie möchten diese gerne finanzieren. Dann wird Ihnen Ihr Banker wahrscheinlich sagen, Sie müssen von dem Kaufpreis mindestens 20% Eigenkapital haben, sprich 20.000 Euro. Dazu kommen noch einmal rund 10% Kaufnebenkosten. Das sind die Grunderwerbsteuer und die Notarkosten. Also zusammen sind wir schon bei 30.000 Euro, die Sie erstmal darlegen müssen, um diese Immobilie zu kaufen. Das ist aber nicht immer so. Man muss sich Ihre persönliche Finanzsituation einmal genau anschauen. Es wird sich dann angeschaut, was haben Sie für ein Einkommen? Vielleicht haben Sie sogar mehrere Einkommensquellen, beziehungsweise was haben Sie für Ausgaben? Vielleicht haben Sie auch schon bestehendes Eigentum oder Sie haben schon länger laufend Sparverträge, Lebens- oder Rentenversicherung. Das kann man auch alles mit einkalkulieren. Und wenn das dann passt, gibt es einige Banken, die dann sagen, wir verzichten auf das Eigenkapital. Das muss aber dann individuell bei Ihnen passen. Die 10% Kaufnebenkosten können wir heutzutage aufgrund der niedrigen Darlehen und Kreditzinsen in die Finanzierung sogar mit einbauen, wenn es finanziell bei Ihnen passt. Somit kann man auch ohne Eigenkapital und diese Kaufnebenkosten sich eine Immobilie finanzieren. Wenn Sie vielleicht unser Video zum Thema Immobilienbilanz schon einmal angeschaut haben, falls nicht, den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Da erklären wir, wie Sie zum Beispiel eine Immobilie, wie in diesem Beispiel von 100.000 Euro, monatlich unter 100 Euro finanzieren. Und somit hatten wir in der Vergangenheit, vor kurzem noch, Kunden, die kein Eigenkapital hatten, beziehungsweise die Kaufnebenkosten in der Finanzierung wurden mit reingepackt und die Immobilie wurde unter 100 Euro finanziert. Nun kommen wir zu der Frage, warum wir manche Immobilien rund 20% bis 30% unter den marktüblichen Konditionen anbieten bzw. anbieten können. Wir arbeiten mit einem Bauträger bzw. Investor zusammen, der seit über 20 Jahren schon in Düsseldorf tätig ist. Dadurch, dass wir relativ viele Immobilien von ihm vermitteln, bekommen wir diese nicht nur exklusiv, sondern auch zu besonders guten Konditionen. Wir nehmen einfach mal ein Beispiel. Sie kaufen einen allgemeinen Gegenstand aus dem Alltag, zum Beispiel ein Möbelstück, ein Kleidungsstück, wie auch immer. Wenn Sie da nur eins von kaufen, bezahlen Sie wahrscheinlich den normalen Preis. Kaufen Sie es aber in großen Mengen, 5, 10, 20 oder wie auch immer, bekommen Sie natürlich viel bessere Preise. Und ähnlich ist das mit unseren Immobilien. Wir bekommen super gute Konditionen, weil wir relativ viel vermitteln. Exklusiv heißt übrigens, dass Sie unsere Immobilien nicht in irgendwelchen Zeitschriften finden oder auf irgendwelchen Immobilienportalen wie zum Beispiel Immobilien-Scout oder Immowelt. Dazu vielleicht noch ein kleines Beispiel. Wir hatten vor kurzem ein Objekt, ein Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnung in Meerbusch. Hätte man damals die Quadratmeterpreise mal verglichen bei Eigentumswohnungen auf der gleichen Straße mit ähnlicher Ausstattung, hätte man festgestellt, dass dort der marktübliche Preis bei 2.800 Euro pro Quadratmeter gelegen hätte. Wir konnten unsere Objekte unseren Kunden für 2.300 Euro anbieten. Somit haben unsere Kunden schon einen Preisvorteil pro Quadratmeter von 500 Euro gehabt. Wie Sie sehen, geben wir die Sonderkonditionen an unsere Kunden weiter. Das hat für uns den Vorteil, dass unsere Kunden zufriedener sind und uns auch weiterempfehlen oder eventuell sogar, wenn die finanzielle Situation passt, nach kurzer Zeit eine zweite, dritte oder sogar noch mehr Immobilien bei uns kaufen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video einige Fragen beantworten. In dem zweiten Teil geht es rund um das Thema Verwaltung von Investmentimmobilien, Leerstand und Mietnormal. Ich bedanke mich schon mal, falls Ihnen das Video gefallen hat, wenn Sie unten einmal auf Gefällt mir klicken und Sie das Video im Social Media, in Ihrem Netzwerk, bei Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Natürlich können Sie auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, von Ihnen zu hören, Sie persönlich zu sehen. Verbleibe herzlichst, Ihr Jürgen Terjöner.